Ja, also Translation wurde ja gerade schon schön erklärt. Wobei ich ja jetzt noch eine Frage hätte. Wissen Sie zufällig auch, was ein Ribosom ist? Ja? Okay, cool. Ich mache einfach mal trotzdem weiter. Für die Leute, die vielleicht nicht wissen, was ein Ribosom ist, stellen Sie sich einen Koch vor. Jetzt keinen großen Koch, sondern einen Hilfskoch. Also die arme Sau, die in der Küche die ganze Arbeit machen muss. Und dieser Hilfskoch hat einen Boss, den Chefkoch. Und dieser Chefkoch ist sehr berühmt, 3-Sterne-Chefkoch, und hat natürlich auch ein großes, in Leder eingeschlagenes Kochbuch, in dem all seine Rezepte stehen. Nun, der Chefkoch kocht selber natürlich nicht mehr, das ist weit unter seiner Würde, sondern er gibt diese Aufgabe an den Hilfskoch weiter. Kommt eine Bestellung rein, schlägt er nur sein Buch auf, schreibt kurz ein Rezept nieder und lässt es für den Hilfskoch fallen. Und jetzt kommt das Interessante, das, worum es hier geht. Der Hilfskoch schnappt sich das Rezept und kocht das Gericht. Und das ist Translation. Dieses, wir nehmen uns die Information, das Rezept und kochen daraus etwas. Wenn ich das mal kurz auf die Ebene einer einzelnen Zelle zurückbringen kann, dann gibt es in der Zelle natürlich kein Kochbuch. Was es allerdings in der Zelle gibt, ist DNA. Und von dieser DNA gehen dann eben Nachrichten raus, die von den Hilfsköchen der Zelle, den Ribosomen, ja, in jetzt nicht in belegte Brötchen umgewandelt werden, sondern in die Proteine, die Arbeitskräfte unserer Zelle. Ja, und mit diesem ganzen Setup kann man ein bisschen spielen. Ich kann meine Zellen zum Beispiel unter Stress setzen. Das ist dann für die Zelle so, als ob ich in einem Restaurant auf einmal eine riesige Gästemenge habe. Was weiß ich, Dr. Oetker feiert Firmenjubiläum und sie wollen jetzt mal so richtig auf die Kiste hauen. Also, was passiert? Der Blick des Chefkochs wird kurz glasig. Und dann fängt er an, Rezepte rauszuhauen. Und Rezept für Rezept wird rausgehauen. Und das ist natürlich blöd für die Hilfsköche, weil die müssen das nachher alles kochen. Aber es ist auch hier auch sehr interessant, weil wir wissen relativ viel über den Chefkoch, weil er ist der Chefkoch. Wir wissen ungefähr, was sind seine Lieblingsrezepte, was für Rezepte wird er wahrscheinlich auswählen, je nachdem, welche Art von Gästen kommen. Aber wir wissen nicht so viel über den Hilfskoch, weil der Hilfskoch, der schnappt sich nicht jedes Rezept. Der Hilfskoch hat bestimmte Kriterien, nachdem er die Rezepte aussucht, die er kocht. Und zu untersuchen, was diese Kriterien sind, das ist Teil meiner Forschungsarbeit. Vielen Dank.